Hallo, vor ein paar Wochen hat einer von euch, also einer meiner Abonnenten, mir ein paar Mails geschickt mit Fragen über im Grunde Religionskritik. Er hat sich viel mit verschiedensten Videos beschäftigt über den Islam, über das Christentum und über das Verdammnisdogma. Also die Androhung ewiger Verdammnis, die in diesen Religionen ein so wichtiger Bestandteil ist. Der Austausch an Mails, die Diskussion, die wir da hatten, war sehr schön. Aber an irgendeinem Punkt fingen wir an, uns zu wiederholen. Ich habe mich darum entschlossen, ein paar Videos zu dem Thema zu machen. Das hier ist das erste davon. Und ich möchte erstmal einen grundsätzlichen Punkt, beziehungsweise eigentlich zwei grundsätzliche Punkte anführen, die im Thema Religionskritik beziehungsweise Kritik der aus dem Judentum entstandenen Universalreligionen Christentum und Islam durchaus wichtig sind. Der erste Punkt ist, wenn dieser Gott, von dem diese Religionen erzählen, allwissend ist und allmächtig ist, warum macht er es uns Menschen dann so schwer? Im Falle des Christentums lässt er ein Buch zusammenstellen, wobei bei der Zusammenstellung der Bibel der Name Marcion wichtig ist. Marcion. Der Mann war im weitesten Sinne Christ, aber die damaligen Christen, die zu den christlichen Strömungen gehörten, die sich durchgesetzt haben, mochten ihn nicht und haben ihre Bibel zusammengestellt, weil Marcion schon eine Bibel hatte. Die Bibel ist also entstanden in einem Konkurrenzkampf. Nicht irgendwie aufgrund göttlicher Inspiration, so wie es von Christen gerne dargestellt wird. Zurück zum Thema. Warum macht dieser Gott es sich selbst oder uns Menschen so schwer, wenn er doch von uns verehrt werden will? Warum macht er nicht einfach einmal pro Jahr oder alle paar Jahre mal irgendwie ein großes Wunder, damit wir nicht zweifeln, damit wir wissen, diesen Gott gibt es? Warum lässt er einfach nur ein Buch zurück, sozusagen, das keinerlei Wahrheitsgehalt hat und sich an vielen Punkten widerspricht? Auf die Widersprüche, die in dem Buch vorhanden sind, werde ich in einem anderen Video eingehen, denn das Thema ist sehr wichtig. Und auch was den Islam angeht. Warum soll uns ein Buch reichen? Ein Buch, in dem von Wundern die Rede ist, ständig. Und von Allmacht eines Wesens, eines Gottes. Warum nicht Beweise schaffen, sondern das Hauptgewicht auf Glauben setzen. Und der Punkt Glaube führt im Grunde dann direkt zum zweiten sehr wichtigen Kritikpunkt. Denn was das Thema Verdammnis angeht, die Androhung der Hölle, beziehungsweise die Verheißung eines Paradieses, eines Himmels, das Einzige, was notwendig ist, im Christentum, aber auch im Islam, um ins Paradies zu kommen, um in den Himmel zu kommen, ist der Glaube. Keine guten Taten. Gute Taten sind vollkommen wurscht. Es gibt das schöne Beispiel, nehmen wir an, zwei Menschen. Der eine Mensch lebt vollkommen selbstlos, hilft allen seinen Mitmenschen, so gut er kann, so wie es seine Ressourcen hergeben. Fragt nicht nach Gegenleistungen, sondern hilft, hilft, hilft. Sein ganzes Leben lang. Ein komplett selbstloser Mensch. Aber dieser Mensch glaubt nicht an Gott. Diesen beiden großen Religionen, um die es hier geht, zufolge kommt dieser Mensch also in die Hölle, weil er glaubt nicht an Gott.
obwohl er sein ganzes Leben lang gut gelebt hat, seinen Mitmenschen geholfen hat und so weiter. Ein anderer Mensch, da muss man dann unterscheiden beim zweiten Beispiel zwischen Christentum und Islam. Im Islam ist es recht einfach. Nehmen wir den berühmten, berüchtigten Selbstmordattentäter. Das ist garantiert keine gute Tat, aber es ist etwas für den Glauben. Er tötet für seinen Gott. Also 72 Jungfrauen und so weiter. Im Christentum ist es sogar noch ein bisschen perverser. Und dementsprechend nehme ich direkt mal ein komplett perverses Beispiel. Nehmen wir einen Kinderschänder, einen Massenvergewaltiger, einen Serienmörder, der dann, sagen wir mal in den USA, weil da gibt es die Todesstrafe, erwischt wird, er wird zum Tode verurteilt und ein paar Tage bevor er hingerichtet wird, erkennt er Gott, ergibt sich Gott und, wie es so schön heißt, wird in Gott wiedergeboren, wird in Jesus Christus wiedergeboren und stirbt also im Zustand der Seligkeit. Der kommt in den Himmel. Er hat sein Leben lang damit verbracht, die übelsten Taten zu begehen und kommt in den Himmel. Der gute Mensch glaubt nicht an Gott, kommt aber in die Hölle. Der böse Mensch fängt irgendwann an Gott zu glauben und kommt deswegen in den Himmel. Bringen wir es noch einen Punkt weiter. Der Mensch, der sein Leben gut führt, begeht ein einziges, nicht unbedingt Verbrechen. Er macht eine Sache, die diesem Gott nicht gefällt und wird deswegen für immer und ewig gefoltert und in die Verdammnis geschickt. Eine endliche Tat, beispielsweise er lästert nur ein einziges Mal in seinem Leben Gott, aber das dann richtig. Und dafür wird er für immer und ewig bestraft. Und solch ein Gott soll gerecht sein? Die Sinnlosigkeit dieser Lehre wird einem Gläubigen natürlich nicht klar, sonst wäre er kein Gläubiger. Aber kritisches Denken, kritisches Hinterfragen dessen, was für heilig gehalten werden soll, ist in solchen Religionen verboten. Im Islam ist es sogar so, soweit ich weiß, steht im Koran irgendwo was von wegen Salzwasser und Süßwasser mischen sich nicht. Das zu überprüfen ist ganz simpel. Man nimmt ein bisschen Salzwasser, zum Beispiel aus dem Meer, oder man mischt es selber, und man nimmt ein bisschen Süßwasser aus einem Fluss. Man kippt die beiden in ein Gefäß und kann überprüfen, mischt es sich oder nicht. Aber dieses Experiment durchzuführen bedeutet im Grunde, an dem zu zweifeln, was im Koran steht. Dementsprechend findet sich kaum ein gläubiger Moslem, der es wagt, dieses Experiment durchzuführen, weil er könnte dafür ja in die Hölle geschickt werden. Denkverbote sind kein Zeichen von irgendetwas Gutem. Das waren zwei Kritikpunkte. Ich glaube, ich werde jetzt gleich noch das nächste Video machen. Das wird ein bisschen länger und ein bisschen lustiger. Ansonsten, wenn ihr keinen Bock habt, das nächste Video zu sehen, alles Gute. Und denkt mal ein bisschen drüber nach, was in diesen Religionen für Unsinn erzählt wird.